Ein weiterer Besuchspunkt und auch Stempelpunkt wäre Mühlberg. Unter dem Titel Mühlberg 1547 präsentiert sich das traditionsreiche Mühlberger Museum im Verbund der Museen des Landkreises Elbe-Elster. Nach über dreijähriger Sanierung öffnet das Museum wieder ihre Pforten. Die Umbauphase ermöglichte eine Neukonzeption. So wurde es zu einem Museum mit einem modernen Erinnerungsort an die Schlacht bei Mühlberg von 1547 umgebaut. Ein Großteil der Dauerausstellung widmet sich der Schlacht bei Mühlberg. Eine Medieninszenierung, die die Ereignisse aus drei unterschiedlichen Perspektiven vorstellt, bildet den Mittelpunkt. Großen Raum nehmen auch das Nachleben und die Erinnerungen an diese Ereignisse ein. Großformatige Bilder, die ein interessantes, formationsgeschichtliches Zeugnis darstellen, runden die Präsentation ab. Die ganze Geschichte. Am Morgen des 24. April 1547 trafen hier die Heere einer katholischen Allianz unter Kaiser Karl V. auf den protestantischen Kurfürsten Johann Friedrich I. Dieser soll mit seinen Offizieren gerade an einem evangelischen Gottesdienst teilgenommen haben, als die kaiserlich-katholischen Truppen die Elbe überqueren. Die etwa 7000 Protestanten mussten sich der Übermacht von rund 17.000 Fußsoldaten und 10.000 Reitern geschlagen geben. Der Kurfürst wurde gefangen genommen und verlor große Teile seiner Länder an den mit Kaiser Karl verbündeten Herzog Moritz von Sachsen. Der 1531 im thüringischen Schmalkalden als Verteidigungsbündnis protestantischer Fürsten und Städte gegründete Schmalkaldischer Bund wurde aufgelöst. In der Nähe der Stadt Mühlberg wurde also europäische Geschichte geschrieben und die Reformation war vorerst gescheitert. Besucher erfahren hier, warum Kaiser Karl V. in Mühlberg den Höhepunkt seiner Macht erreichte und Spanier im April durch die Elbe schwammen. Zeit nehmen sollte man sich auch für einen Rundgang durch die mittelalterliche Doppelstadt. Hier befindet sich zum Beispiel das ehemalige Zisterzienser-Nonnenkloster, das mit seiner imposanten Klosterkirche, dem Äbtissinnenhaus, dem Refektorium, dem Torhaus und der Propstei als geschlossene Anlage erhalten geblieben ist. Ein Blick in die Straßen von Mühlberg bestätigt uns den Leerstand vieler Immobilien, da die Besitzer zum Teil verstorben sind und die Kinder kein Interesse haben, weil sie in der Umgebung keine Arbeit bekommen. Sie sind einfach in die Städte gezogen, zum Teil nach Dresden, Leipzig oder Berlin. Auch hier sollten Sie sich einen Stempel für Ihren Lutherpass geben lassen.